My first day in Berlin was really, really hard because I cannot speak English or German. It was really difficult for me. I was talking with people, with translator. They told me like, we are really sorry, but we will give you paper for hostel and you should to search yourself because all the camp in Berlin, it's really full. I saw 15 different hostels in 24 hours and they didn't accept me. And the last hostel at the next day was Wombats, told me like, you are welcome, you can stay. And they gave me a breakfast and it was really, really nice. Because I lived in the hostel, I learned to speak English. Und danach habe ich eine Wohnung gefunden, musste ich viele Sachen für meine Wohnung kaufen. Und danach habe ich Wombats gefragt, ob sie für mich eine Stelle haben. Und bin ich vor 2 Monaten in Wombats angefangen zu arbeiten, im Frühstückteam. Mein Job gefällt mir sehr. Man sieht jeden Tag verschiedene Gäste und man kann auch ein bisschen quatschen. Ich fange meistens um 6 Uhr morgens an. Und zuerst, wenn ich zur Arbeit komme, ich trinke meinen Kaffee und eine Zigarette auf der Terrasse. Finde ich sehr cool, dass ich Berlin schauen kann und gute Aussicht. Aber jetzt im Winter ist es sehr kalt, aber im Sommer richtig cool. Wombats has staff meeting party in Vienna and Wombats invite me to go there. We traveled from Berlin to Vienna. I was really feeling really good, like with my back, and it was my first holiday. It felt really good traveling. I was taking a lot of photos from my family and my friends, and I was posting in the Instagram and Facebook. It was the first holiday with the airplane. Alles war super. Alles war super geil. My name is Akram, I came from Syria, from Damascus, and I am 20 years old. I live in Berlin since 2 years. Ich habe viele Leute kennengelernt aus verschiedenen Ländern und waren zu mir sehr nett. Und ich habe bis jetzt niemanden kennengelernt, war zu mir schlecht. Ich weiß nicht warum, vielleicht weil ich ein netter Mensch bin oder ich weiß nicht.